Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen, die Syngonium albo variegata. Ja, das sind sehr beliebte Pflanzen, muss ich sagen. Wir haben damals einen kleinen Steckling bekommen, einen klitzeklein. Und das ist die Mutterpflanze, die daraus gewachsen ist. Die ist später mal vergrünt, also hat nicht mehr so eine schöne Panaschierung hervorgebracht. Das war dann ja sehr schade und ich habe mir dann Gedanken gemacht, wieso, weshalb ist das so? Ist natürlich auch genetisch bedingt, ganz klarer Fall. Es hat also nichts mit Lichtmenge oder Lichtdauer irgendwas zu tun. Auch nicht mit den Nährstoffen oder dergleichen. Das ist einfach die Genetik der Pflanze selber. So, dann fing sie damals an und hat ein Blatt panaschiert ausgebildet. Und zwar ein wunderschönes, das war das hier. Also das ist tatsächlich jetzt Nachkomme von der hier, wobei die anderen auch. Dann haben wir über dem Blatt abgeschnitten, also da war das Blatt noch hier drauf, ne, an der Pflanze. Das Blatt ist, also diese, ich bin ein bisschen verwirrt jetzt, ne? Also das Blatt war noch mit drauf hier und darüber haben wir es abgeschnitten. Und daraus ist dann diese Pflanze gewachsen, hier auf der Pflanze, ne? Und die haben wir dann abgemoost und dementsprechend damals eingepflanzt und tada, wir haben eine wunderschön panaschierte Form. Also man kann auch hier selektieren tatsächlich durch diese Maßnahme. Ne? Also wenn jetzt beispielsweise hier ein richtig schönes panaschiertes Blatt herauskommt, ein Half Moon oder mit ganz viel Weiß, darüber schneiden wir die Pflanze ab und aus dem Auge dieses Blattes entspringt dann tatsächlich eine besser oder schöner panaschierte Form in dem Sinne. Das kurz dazu. Das heißt aber nicht, dass wenn Sie nicht viel Panaschierung haben, nicht später doch noch eine richtig schöne Panaschierung kriegen können. Wie gesagt, das ist genetisch bedingt. Ne? Manchmal machen die das einfach so. Und da kannst du dann halt genauso vorgehen über diesen panaschierten Blatt später. Aber lass erst zwei Blätter nachwachsen. Ne? Und dann schneidest du es darüber ab, über diesen schönen panaschierten. Und aus dieser Achsel heraus entwickelt sich ein etwas Schöneres. Im meisten Fall natürlich. Ist nicht generell, kann man sagen, aber im meisten Fall passiert das tatsächlich. So, hier haben wir nämlich jetzt Nachkommen. Das war dieses Blatt hier, das war ein bisschen panaschiert. Da ist dann aber bis jetzt nur Grünes rausgewachsen, also grüne Blätter. Bei hier kommt jetzt wieder ein kleines panaschiertes hinterher. Und mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Dann haben wir hier noch einen Steckling, den haben wir in der Wasserkultur. Der hatte etwas Panaschierung und dann kam fast nur Grün mit etwas Panaschierung und jetzt kommt wieder ein Blatt mit etwas Panaschierung. Das scheint dann auch so weiterzugehen tatsächlich. So, und hier haben wir jetzt ein Schätzchen. Ich muss gerade gucken, welches. Ach, das war das. Das hatte diese Panaschierung gehabt, ne? Also nicht ganz viel, aber schön. Dann kam das Blatt herausgewachsen mit sehr viel Panaschierung. Und jetzt kommt ein Blatt hinterher, das ist fast ganz weiß tatsächlich. Ja, so kann das dann gehen. Ne? Also wenn du irgendeine schöne Panaschierung hast an einer Pflanze, darüber abschneiden, aber wie gesagt, lass erst ein paar Blätter nachwachsen. Ne? Nicht, wenn ein Blatt rauskommt und dann kommt die nächste Spitze, schneidet die Spitze einfach ab. Nee, nee, das Blatt muss schon ausreifen können, auch Kraft tanken können. Auch das Auge muss ausgewachsen sein, ausgereift sein. Ne? Nicht so klein und fisselig, weil da kannst du Pech haben, da kommt da nichts Vernünftiges bei rum hinterher. Beziehungsweise wächst nicht ordentlich. So, jetzt kommen wir zu Daten und Fakten. Wir haben Temperatur bei uns so um die 23 Grad plus minus. Ne? Mal 22, 24 schwankt, im Sommer auch wärmer, ganz klarer Fall. Aber auch im Winter haben wir es dementsprechend so warm und dann wachsen die Pflanzen kontinuierlich schön. So, dann kommen wir jetzt zu dem Dünger oder Düngung. Wie viel Dünger brauchen Sie? Es sind Starkzehrer, hat sich herausgestellt. Und Sie wachsen mit mehr Nährstoffen tatsächlich besser. Aber das hat nichts mit der Panaschierung zu tun. Da geht einfach um die Kraft der Pflanze tatsächlich, wie sie wächst. Und Sie wachsen besser tatsächlich, wenn Sie mehr bekommen. So, ich habe die Daten noch aufgeschrieben, dass wir das mitnehmen können. Hör mal auf, ich gehe jetzt der Reihe nach, weil den nehme ich erstmal weg hier, dass wir nicht durcheinander kommen. So, wir haben jetzt hier unser Schätzchen, diese wunderschöne, mit 800 Mikrosiemens, pH-Wert 6,9. Dann haben wir das Schätzchen hier mit dem wunderschönen neuen Blatt, das jetzt herauswächst. Das haben wir auch bei 800 Mikrosiemens, ist so ungefähr 750, 820, weißt du Bescheid, ne? Also bei 800, pH-Wert 7,3. So, und da kommen wir gleich auch zu den Medien, wo die Pflanzen drinstehen. Bei der Pflanze haben wir auch 800 Mikrosiemens, pH-Wert 7,2. Hier haben wir unser Erd-Spezialmix. Das halten wir auch im Anstau versuchsweise. Ne? Aber bis jetzt läuft das richtig gut, muss ich sagen. Also da gibt es keinen Schimmel oder sonst irgendwas. Das läuft richtig gut. So, und jetzt kommen wir zu der Mutterpflanze. Hier haben wir 2000 Mikrosiemens und pH-Wert von 6,3. Ja, umso mehr Nährstoffe zuführen bei dem Dünger, den wir verwenden, umso tiefer geht der pH-Wert tatsächlich runter. Ne? Das wissen wir auch schon. Also das ist schon mal auch eine interessante Sache, dass sie also auch richtig viel vertragen und dementsprechend auch kräftiges Grün ausbilden, muss ich sagen. Das geht also schon ins, ja, Olivgrün kannst du bald sagen. Also, ne, das ist schon richtig kräftig. So, und bei dem Schätzchen im Wasser nehmen wir jetzt nebenbei mit. Hier haben wir 200 Mikrosiemens und pH-Wert von 7. Hm?
hier in der Wasserkultur. Wir dürfen ein bisschen mehr geben, aber bis 500 maximal. Besser ist tatsächlich weniger. Ne? Also ist nicht unterversorgt oder so. Wächst zwar nicht besonders mit großen Blättern, mit kleinen Blättern, aber es sieht auch hübsch aus. Ne? Kann aber auch ein bisschen mehr haben, definitiv. So, und dann kommen wir gleich zu den Medien, wo die Pflanzen drin stehen. Ich versuche mal alles zusammenzupacken, was wir an Fakten haben. Ne? Okay, gucken wir gleich mal. Weil da müssen wir etwas näher jetzt hingucken. Fangen wir mit der Mutterpflanze an. Das müsste das erste Blatt damals gewesen sein hier, als wir sie bekommen hatten. Da war so ein bisschen Panaschierung. Ne? Dann hier auch ein bisschen Panaschierung. Vorab kam allerdings. Warte mal, muss gerade mal gucken. Nee, das passt schon. Dann kam dieses Grüne raus, dann das und so weiter und so fort. Ne? Und dann kam irgendwann nur noch Grüne. Ach so, die wollte ich auch kurz gezeigt haben. Das ist unsere Syngonium Red Spot Pink Splash. Hat gerade ein neues Blatt hier. Wunderschön. Die Pflanze wächst sehr langsam und das gefällt mir also wirklich sehr gut, muss ich sagen. Ne, da hast du halt nicht so eine Rakete, die in der Gegend rumschießt, so als Beipflanze. Bei anderen Syngonien ist das natürlich schon eine ganz klasse Sache. So, wir sehen das Substrat hier. Und zwar ist das jetzt das Orchid-Pon. Genau, da habe ich damals versuchsweise einfach mal reingepflanzt. Das ist ein vorgedüngtes Substrat für Orchideen. Hat gut geklappt, muss ich sagen. Also das läuft tatsächlich auch, ne, hier im mineralischen Substrat. So, ja, und da kamen halt nur grüne Blätter. Hier kam dann mal so ein bisschen Panaschiertes. Und dann kam, wie gesagt, oder ist das, ach nee, ist schon die neue Pflanze. Das ist schon die neue Pflanze, die drauf gewachsen ist, nachdem ich die andere abgeschnitten hatte. Hier haben wir jetzt auch wieder ein bisschen Panaschierung, aber da warte ich noch weiter ab, bis da ein bisschen mehr ist. Und dann können wir später da die Verfahrensweise halt nochmal machen, über dem Blatt abschneiden, wie gesagt, ne? Und dann läuft das. Dann kriegst du eine wunderschöne Syngonium Albo Variegata. Oh, die ist wirklich mega hübsch, muss ich sagen. Ich drehe da mal kurz ein bisschen, das neue Blatt, das rauswächst. Hat auch eine schöne Panaschierung, sieht richtig gut aus. Also das ist schon, ne, ein richtiges Highlight in dem Sinne. Also das macht schon richtig Spaß, sich das anzusehen. Ich will mal eben gucken, ob ich da jetzt so hinkomme. Das ist schon, ne? Das sieht so krass cool aus. Wahnsinn. So, Substrato, da haben wir es. Wir haben hier ein mineralisches Substrat, und zwar das Vulcatec Kakteen Premium Substrat oder das Vulcaflor von Vulcatec, das kannst du auch nehmen. Gemischt hier mit Ceramis, ne? Drei Teile vom Vulcatec und ein Teil dazu vom Ceramis als Zusatzspeicher in dem Sinne. Das machen wir fast allen Pflanzen, also das läuft dann tatsächlich noch mal eine Hausnummer besser. Und die hat also wirklich wunderschöne Blätter. Hier bei 800 Mikrosiemens, wie gedacht. Ne? Also kannst du ruhig sagen, bei 1000 kannst du halten. Aha, aber Vorsicht, ne? Wenn du Babys hast und die einpflanzt, dann nimm bitte nur die halbe Dosis und düng sie auch nur, wenn sie schon eingewurzelt sind. Ne? Also wenn du einen Stecki irgendwo kaufst oder so, der noch nicht bewurzelt ist, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall düngen. Den musst du erstmal in reinem Wasser bewurzeln. Ne? In reinem Wasser, nicht in Leitungswasser. Es sei denn, du hast ein Leitungswasser mit 200 Mikrosiemens oder so, dann geht das auch. Aber ansonsten fährst du da besser, wenn du Leitungswasser, reines Wasser nimmst oder halt destilliertes Wasser, kannst du auch sagen. Ne? Oder entmineralisiertes Wasser heißt das ja eigentlich wirklich. Ja, also das kurz dazu. Mineralisches Substrat haben wir dann jetzt die beiden Varianten durch. Du kannst auch in Orchid Pon pflanzen, kannst du auch, aber bitte nur, wenn die Pflanzen wirklich bewurzelt sind. Ne? Also nicht einfach so aus dem Zacknemoos oder aus dem Wasser in dem Sinne, wenn sie nicht viele Wurzeln haben, ne, dann warte lieber, bis mehr Wurzeln da sind und dann fang an zu düngen. Also erst einpflanzen im Prinzip, also würde ich dann doch von Pon weggehen, dann lieber doch das Vulcatec Kakteen Premium Substrat oder das Vulcaflor nehmen. Da kannst du einpflanzen und wenn sie Anzeichen hat, dass sie richtig gut wächst, dann kannst du anfangen zu düngen. Und dann ist das allemal früh genug. Ne? Muss gar nicht von Anfang an düngen, sondern wichtig ist erstmal, dass die Wurzeln in ihr Medium einwachsen können, um dann dementsprechend Nährstoffe aufzunehmen in dem Sinne. So. Okay, und dann gucken wir uns gleich die anderen beiden Varianten an. Ist schon ein Hammerunterschied, ne? Zwischen dieser hier und dieser. Also man kann tatsächlich auch gezielt selektieren. Okay. And the next one. Medium. Pass mal auf. Das ist jetzt hier unsere Syngonium Albo Variegata mit dem Erdspezialmix, was wirklich gut funktioniert, muss ich sagen. Vielleicht kann man es so ein bisschen erkennen. Also hier ist sehr viel Luft eingebunden in Summe, kannst du fast sagen, ne? Eingelagert. Und das ist natürlich ein enormer Vorteil, weil dann kann das Substrat tatsächlich auch kontinuierlich nass sein.
Das hat sie bis heute tatsächlich so gezeigt, und das ist ja schon einige Zeit her, dass wir hier drin stehen. Also das funktioniert. Wenn ich es nicht vergesse, werde ich am Ende des Filmes den Erdspezialmix im Film dazu mal verlinken, dass ihr euch das angucken könnt, weil das bringe ich jetzt nicht genau zusammen, wie ich das gemischt habe. Das müsste ich selber erst nachgucken, von daher verlinke ich das Ganze dann. Aber die wächst auch wunderbar, muss ich sagen, also zickt auch in keinster Weise rum. Ja, und dann kommen wir zu unserem momentanen Megaprojekt, das ist nämlich Pflanzen in Holzkohle. Ja, deswegen hier der pH-Wert auch so hoch bei 7,3, wobei wir hier auch tatsächlich 7,2 haben, interessanterweise. Ne? Aber wie wir sehen, den Pflanzen geht es gut. Und darauf kommt es ja letztlich an. So, und hier haben wir dann eine wunderschöne Panaschierung wieder. Haben Sie ja vorhin schon gesehen, aber ich wollte es nochmal gezeigt haben. Ja, es ist also, ne, wenn du ein Blatt hast von einem Stecki, wo schon Panaschierung dran ist, so wie wir es hier dann sehen können vielleicht, wenn er scharf stellt, jawohl, ne, das ist dieses Blatt hier. Da kommt dann auch was Schönes bei rum, ganz klarer Fall. Das sieht schon mal richtig klasse aus, muss ich sagen. Ja, das dann kurz dazu. Das Mineralsubstrat da oben drauf dient nur dem Zwecke, dass die Lücken so ein bisschen gefüllt werden von der Holzkohle, damit das nicht ganz offen liegt oben, damit das Wasser nicht zu schnell auch verdunstet und die Pflanze, wenn man sie einpflanzt, auch relativ stabil noch drin stehen kann. Ich denke, man kann es auch erkennen. Wir haben die Holzkohle auch zerkleinert tatsächlich. Ich versuche das mal zu drehen, mal gucken, ob ich da wurzeltechnisch jetzt irgendwas sehe. Ja, hier sehen wir so ein bisschen was. Sie wuchsen damals, was heißt damals, vor 2 Wochen, glaube ich, unten raus, schon ungefähr 4-5 cm, und dann habe ich es abgenommen, damit sie also hier dann ihren Weg weiter suchen in der Holzkohle. Aber wie gesagt, das ist so ein Experiment, um mal zu gucken, wie das funktioniert. Aber bis jetzt muss ich sagen, läuft das gut, wächst gut, ne? Also sieht richtig klasse aus. Tja. Okay, jetzt überlege ich mal, was für ein Fakt noch wichtig ist. Das wäre Licht. Ja, genau. Licht. Bei uns bekommen Sie also Sommer wie Winter, wie Frühjahr, wie Herbst. Ganz viel Licht in dem Sinne. Also ich habe das Licht an morgens ab 7 Uhr bis manchmal nachts 1 Uhr. Ja, ist so. Oder auch mal früher aus, wie auch immer. Allerdings im Dschungel hinten, wo das Schätzchen jetzt steht, hier unsere Grüne, da hatte ich also bis vor kurzem noch maximal 12 Stunden Licht. Aber da lasse ich jetzt das Licht mittlerweile auch schon wieder länger an. Einfach mal zu gucken, wie die Pflanzen jetzt darauf reagieren dann dementsprechend. Also das von der Länge her sollte schon mehr sein, wenn es geht. Also am hellen Fenster, wenn du es jetzt im Winter hast, und die Tage sind ja recht kurz, ja, wird es ein bisschen schwierig. Vor allen Dingen, wenn du dann auch noch einen kühleren Raum hast, dann solltest du auf keinen Fall düngen oder nur minimalistisch düngen. Die Pflanze wird dann auch nicht viel wachsen. Hast du aber einen warmen Raum und wenig Licht, also kurztags ganz das Ganze gehalten, dann ist es ein bisschen schwierig, weil es ist warm, die Pflanze wächst trotzdem und sie muss dann auch Nährstoffe haben, und dann kann es durchaus sein, dass sie schießt. Ne? Dann hast du also irgendwann ganz lange Triebe. Ja, das ist dann so, das kannst du dann regulieren wieder. Wenn der Frühling wieder kommt, dann schneidest du die Pflanze halt zurück und lässt sie einfach neu rauswachsen. Okay. Oh, so it is, so it is. Wenn sie gut wachsen sollen, brauchen sie Wärme, sie brauchen Licht. Sie sind aber jetzt nicht so prädestiniert, dass man sagen müsste, sie müssen unter voller Sonne stehen. Im Gegenteil, also die stehen bei mir also teilweise auch abseits zwischen anderen Pflanzen. Also sie müssen jetzt nicht volle Breitseite kriegen in dem Sinne. Licht ist okay, Zusatzbeleuchtung, muss aber nicht der Burner oder Brenner in dem Sinne sein. Ein ganz wichtiger Fakt bei den Syngonium Albo Variegata ist tatsächlich, dass der Weißanteil wunderbar stabil ist. Also hier brauchst du keine Angst haben vor braunen Flecken oder dergleichen. Das ist hier noch nie passiert. Im Gegensatz zu der Monstera Thai Constellation und der Monstera Albo Variegata, wo das schon mal passieren kann. Da sind wir auch am Experimentieren, ne? Dass wir da gegebenenfalls das auch stabil bekommen. Aber bei der Syngonium Albo Variegata brauchst du keine Angst haben, genauso wie bei der Syngonium Red Spot Pink Splash, da brauchst du auch keine Angst haben. Bei der ist nur so, die alten Blätter, oder na, verkehrt gesagt, die älteren Blätter, ne? Die werden natürlich grüner. Man sieht aber schon noch den rötlichen Anteil oder pinken Anteil, wenn man das sagen möchte. Aber es wird dunkler auf jeden Fall. Ne? Und das neue Blatt, was dann rauskommt, das sieht also wirklich wunderhübsch dann wieder aus. Das leuchtet dann auch richtig schön. Sind sehr genügsam im Wachstum, im Gegensatz zu der Albo Variegata. Das sind richtige Raketen. Und die braucht dann aber auch dementsprechend jetzt einen Rankstab oder Stützstab, kann man auch sagen, damit sie nicht umfällt. Du kannst sie auch an der Wand stellen und an der Wand hochwachsen lassen. Musst du halt ein bisschen festmachen mit Haken oder wie auch immer. Auch durchaus denkbar und möglich. So, Topfgröße. Ja,
Man soll es nicht übertreiben, denn sie kommen lange Zeit in kleinen Töpfen tatsächlich zurecht. Wurzelwachstum ist doch so gegeben, dass sie keine dicken, fetten Wurzeln machen, sondern eher ja, dünntriebige, aber keine filigranen, sondern dünntriebige Wurzeln. Und von daher können die lange Zeit in einem und demselben Topf bleiben. Hier habe ich es tatsächlich auch übertrieben mit dem Topf, der ist viel zu groß, hätte gar nicht sein müssen. Aber was soll's, da hatte ich auch noch nicht so die Ahnung. Von daher, wir können ja hier auch Wurzelwachstum beobachten. Ne? Also bis der Pott hier komplett durchwurzelt ist, das wird lange, lange Zeit dauern. In der Zeit habe ich die Pflanze wahrscheinlich schon fünfmal wieder zurückgeschnitten. Also große Töpfe brauchst du gar nicht. Du brauchst auch keine Vitrine. Du kannst sie im Raum stehen lassen, wenn ausreichend Dichte gegeben ist und Wärme, weiß Bescheid. Ne? Also hohle Feuchtigkeit brauchen sie nicht. Die kommen ganz normal mit normaler Zimmerluftfeuchtigkeit zurecht. Das funktioniert tatsächlich. Der einzige Nachteil dabei ist dann die kleinen Würzelchen, die hier so an den Knotenpunkten entstehen. Ne, die trocknen dann ein. Das ist aber auch nicht tragisch und nicht schlimm. Das schadet der Pflanze definitiv nicht. So, ich glaube, dann haben wir jetzt bei der Syngonium alba variegata alles durch. Wenn mir noch irgendwas einfallen sollte, werde ich das gleich noch hinterher schmeißen. Kommt nicht gleich was zu etwas sehr Interessantem, aber vorab gucken wir uns dann die Monstera Albo Variegata nochmal an. Und ich werde heute bei der Monstera Thai Constellation in der Selbstbewässerung nochmal nachmessen. Wir gucken gleich gemeinsam noch einmal kurz rüber in den Dschungel bei der Gelegenheit. Ja gut, dann trapiere ich das mal eben alles und dann gehen wir da mal hin und schauen uns das an. Es ist schon interessant, ne? Was man aus solch einer Pflanze, die grün wächst, wächst grün und ne, denkst, ach, da kommt ja schade gar nichts mehr. Und plötzlich kommt ein wunderschönes Blatt, ne, und dann schneidest du da drüber ab und zacki bumm, du hast eine wunderschöne, wirklich wunderschöne Pflanze. Also das ist schon mal eine richtig coole Sache. Ne? So, irgendwann werden es auch zu viele. Vielleicht lege ich mir doch noch einen eBay-Account irgendwann an. Dann können wir die Dinger mal versteigern. Setzen davon. Aber jetzt noch nicht. Also jetzt auf keinen Fall, weil ich habe so schon mehr als genug zu tun und dann müsste ich jemanden finden, der das für mich organisiert. Mal gucken, ob meine Frau das vielleicht hinbekommt dann, weil da kann ich mich nicht auch noch drum kümmern. Das geht nicht. Ist auch nicht Sinn und Zweck meiner Sache hier. Ne? Ich möchte hier Filme machen und euch zeigen, wie Pflanzen wachsen können oder wie man sie am besten zum Wachsen bringt. Okay. Bei der Gelegenheit machen wir einen kleinen kurzen Run hier, denn ich möchte erstmal Pause machen. Wo habe ich denn die andere Syngonium hingestellt? Weißt du das noch? Ich finde sie gleich bestimmt. Achso, hier müssen wir heute ein bisschen was machen. Hier müssen wir ein bisschen Platz machen, damit ich hier auch mal wieder besser durchkomme. Können wir jetzt auch machen, weil das Blatt ist jetzt ausgereift hier. Jawohl. Oder fast, sagen wir es mal so. Genauso wie hier auch. Guck mal, wie schön das Blatt jetzt steht. Hammer, wa? Und dann können wir da unten das eine Blatt gleich tatsächlich wegnehmen. Das machen wir auch noch gemeinsam. Oh Mann, nee, komm, machen wir gleich. Boah, das sieht so Hammer aus hier. Da ist sie doch, die Syngonium. Komme ich jetzt drauf? Angustatum, da ist sie. Guck mal, wie wunderschön die ist hier in Verbindung oder ja im Arrangement mit unserem Elefantenfuß. Das ist so wahnsinnig. Also sie hat sich hier eingelegt, ne? Eingelegt, angelehnt in dem Sinne. Ja, weil sie wächst halt als Ranke, ne? Da muss ich mir auch noch überlegen, wo wir die mal hinbringen. Guck, wir haben hier noch Platz, guck mal. Ich glaube, wa? So, ich wollte es eigentlich zeigen, nicht die Angustatum, sondern die Red Spot Pink Splash. Denn hier haben wir sie auch, ne? Wunderschön, die hat so tolle Zeichnungen, also die Blätter. Das ist der Hammer. Ich weiß gar nicht, was die Dinger kosten. Werde ich vielleicht mal bei Gelegenheit mal ein bisschen recherchieren. Oder wenn du es weißt, kannst du uns auch gerne in die Kommentare schreiben. Oder was du vielleicht mal bezahlt hast für eine Pflanze oder einen bewurzelten Steckling oder wie auch immer. Das ist sicherlich auch interessant. Und die ist auch mega hübsch. Das war so ein Baumarktding, ich sage dir du. Und die wollte ja kaputt gehen. Ich hatte zwei gehabt, noch eine andere. Die wollten ja nicht wachsen. Ne? Und dann habe ich sie mal ins Wasser gestellt und irgendwann fing sie wieder an Wurzeln zu machen, weil sie hatte fast gar keine mehr. Und dann habe ich sie eingepflanzt und die wächst auch nach wie vor eher verhalten, muss ich sagen. Und das gefällt mir richtig gut. So, dann kommen wir gleich da, gucken, ob alles im grünen Bereich ist, nee, im weißen Bereich, ja, ist alles im weißen Bereich. Weil da möchte ich heute nochmal nachmessen, was Tatsache gegeben ist, damit wir gegebenenfalls Rückschlüsse rausziehen können für die Zukunft. Ne? Aber den nehme ich mir gleich nochmal mit in den Arbeitsraum, da gucken wir da nochmal nach. Und ich lasse den Venti erstmal laufen hier. Oh, das tut so richtig gut jetzt. Oh, richtig herrlich. So, das wäre der Kandidat. Jetzt fehlt uns aber noch einer. Und zwar der hier. Das ist unsere Monstera Thai Constellation. Das ist das neue Blatt. Wunderschön. Ja, und hier haben wir halt diese Probleme mit dem kleinen braunen Fleck. Und wobei im Moment ist auch nicht wirklich viel nachgekommen, muss ich sagen. Das sieht noch ganz okay aus. Sollte ich mir jetzt mal wieder rausschneiden. Ich schneide dann hier
großzügig rum, ne, damit das weg ist. Tja, das, wenn wir das rauskriegen, woran das liegt. Na okay, nachmessen werden wir heute auf jeden Fall, um da Gewissheit zu haben. So, meine Lieben, ich mache kurze Pause. Ach guck mal, da steht andere Monstera-Teil-Constellation. Das ist unsere erste Selbstvermehrung gewesen damals, von der die in einem langen Glas steht. Ne? Kennst du mit Sicherheit? Vielleicht, oder vielleicht auch nicht. Ja, krass cool, dass die so schnell auch wächst, muss ich jetzt sagen. Ich meine, es ist ja nun nicht wirklich so lange her. Ne? Vorhin erst dieses Blatt. Was war das erste? Genau, dann war das hier. Das war das zweite. Das hat dann tatsächlich schon Schlitz gehabt. Ne? Dann kam das hier. Und jetzt dieses wunderschöne Blatt. Also wirklich wunderschön. Hier haben wir bisher noch keine braunen Flecken dran. Noch nicht. Aber gut, wir haben auch nicht sehr viel Weißanteil. Das ist eher so weiß-grün, kannst du sagen. Ne? Also so ein ganz kleiner Weißanteil ist da vorne. Ne? Ansonsten ist er eher weiß-grün. Von daher ist die Gefahr auch nicht so groß, dass hier tatsächlich diese braunen, ja, Flecken erscheinen. Okay, Wort war weg. Die wunderschöne Monstera Albo Variegata, das ist die von der Kerstin, wer sich noch daran erinnert, die haben wir seit dem 15.08.21, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, also ja, gut ein halbes Jahr jetzt. Und so hat sie sich entwickelt aus einem klitzekleinen Stecki damals. Ich hole es gerade ein bisschen näher dran, dass wir es mal richtig sehen können. Der Stecki hat damals ein bisschen Braunanteil hier bekommen in seinem weißen Blatt. Ne, das haben wir dann rausgeschnitten. Wie gesagt, das war das Blatt noch vom Stecki selber. Ne? Dann kam das erste Blatt raus, das war dieses hier, mit ein bisschen Panaschierung, das sah ja schon mal ganz hübsch aus. Und dann kam das nächste hinterher, dieses hier, fast schon Half Moon, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und dann kam wieder ein grünes Blatt und ich dachte, oh schade. Nun ja, okay. Danach kam wieder ein Half Moon und danach kam wieder ein Grün, also die beiden mit ein bisschen Panaschierung. Ne? Das finde ich mega cool, muss ich sagen, weil dann sieht das Ganze noch mal ein bisschen interessanter aus. Und für die Pflanze ist natürlich auch besser, wenn sie grün hat, dann kann sie wesentlich mehr erzeugen in dem Sinne und Kraft tanken. Also ist wesentlich besser als beim Weißanteil, insbesondere was jetzt Chlorophyllbildung angeht und so ein Kram. Aber darüber wollen wir jetzt nicht reden. So, wir haben hier einen Wert von 2600 Mikrosiemens und einen pH-Wert von 6,2. Umso höher der Mikrosiemens-Wert ist, interessanterweise, das haben wir ja auch hier bei der Syngonium gesehen, umso niedriger ist der pH-Wert tatsächlich auch. Das heißt im Klartext, hier werden wir heute durchspülen und in dem Zuge werden wir ja, die neue Verfahrensweise testen, um mal zu gucken, wie sie damit zurechtkommt. Bei 2600, wir sehen, ihr geht's gut, aber das ist jetzt doch ein bisschen arg viel. Und von daher, ich meine, sie steht fest drin hier auf ihrem Stecki. Wir sehen, sie vertragen viel, aber irgendwann ist auch zu viel. Ich gebe hier 1000 rein zwischendurch und zwischendurch 500. Ne? Und wir sind jetzt bei 2600. Aber wie gesagt, sie steht auch schon recht lange jetzt hier drin. Also nicht seit dem August, sondern ich weiß gar nicht, wann wir die eingetopft haben, weil wir mussten sie auch erstmal weiter in dem Sinne großziehen. Oder haben wir die sofort hier eingepflanzt? Ich weiß gar nicht mehr. Kann ich mir jetzt aber nicht vorstellen. Nee, das kann gar nicht sein. Weil ein Stecki, den würde ich ja nie in so einen großen Topf reinpflanzen. Das wäre ja Quatsch. Ja, so kann man die Sachen vergessen im Laufe der Zeit. Ne? Bei so vielen Pflanzen, die wir haben. Aber ist nicht ganz so schlimm. Vielleicht kann ich es nochmal recherchieren irgendwann. So, was wollte ich jetzt gesagt haben? Ach so, ja, wir machen jetzt neue Verfahrensweise. Das werden wir jetzt auch gemeinsam machen, damit ihr nochmal seht, inwieweit dieses Experiment dann ja, vonstatten geht. Ne? Ich habe da jetzt keine große Angst, dass da etwas passiert, aber trotz alledem möchte ich es dann doch dokumentieren, damit wir wissen, für den Fall der Fälle, dass es besonders gut läuft oder auch nicht, ne, dass wir wissen, woran es dann gelegen hat. Weil bis dato heute geht es ihr richtig gut, muss ich sagen. Okay. Dann starten wir das heute gemeinsam. Wir verwenden Osmosewasser bei uns und den Dünger Kompo, von Kompo Complete. Von Kompo, den Kompo Complete, so, okay. Und wir verwenden dann heute tatsächlich auch ja, die Mineralien hier vom Shrimp Mineral GHKH Plus. Ich drehe das mal ganz kurz, um den pH-Wert stabiler zu halten und eben auch noch zusätzliche Mineralstoffe reinzubringen, das Ganze. Ne? Das starten wir heute gemeinsam, um mal zu gucken, wie das dann so funktioniert oder auch nicht in dem Sinne. So, das kurz dazu, zu dieser Werbung, weiß Bescheid. Ne? Und dann gucken wir mal ganz kurz den Stecki noch an, wenn wir schon dabei sind. Kriegen wir das so hin? Jawohl, gucken wir mal. Also Stecki liegt nach wie vor hier oben auf. Ne? Die Wurzel, ganz klarer Fall, ist reingewachsen. Er macht auch jede Menge neue Wurzeln. Also an jedem Blatt im Prinzip kommt eine neue Wurzel. Gucken, wie weit ich das noch drehen kann. So ungefähr müsste es passen. Ja, kann man sehen. Ne? Also
Aus jedem Blatt kommt eine Wurzel, oder sagen, nee, aus der Pflanze, aus dem Stiel kommt eine Wurzel. Wie lange die jetzt noch brauchen, um hier einzuwurzeln, weiß ich nicht. Also im Moment ist es noch nicht so weit. Wäre ganz schön, wenn die mal ein bisschen flotter machen würden, denn dann könnte die Pflanze sich noch mal besser versorgen. Denn mehr Wurzeln bedeutet natürlich auch mehr Transport, Nährstofftransport in dem Sinne, also Wassertransport, ne? Und die darin gelösten Nährstoffe dementsprechend. Wäre schon ganz schön. Aber okay, ist halt so, wie es ist. Ne? Das macht davon ganz allein irgendwann. So, Laber-Palaber. Ich würde sagen, dann starten wir das Ganze jetzt und werden mal die neue Düngerlösung dementsprechend dann gemeinsam hier ansetzen. Soll ich euch mal ganz durcheinander bringen? Wir werden bald ein neues Experiment starten. Und zwar hiermit. Und was es damit auf sich hat, ja, das werden wir dann sehen, aber heute noch nicht. Ich wollte es nur mal schon mal angekündigt haben, dass wir damit bald loslegen. Da muss ich mal eine passende Pflanze für besorgen, ja, nee, aussuchen in dem Sinne. So, wir nehmen jetzt unseren Behälter. Da pflanzen wir jetzt nicht, sondern wir gießen hier jetzt Wasser rein. Das ist hier, wie gesagt, das Osmosewasser. Und das Ganze mal auf ein halber Liter. Ne, warte mal, komm, mach mal ganze Liter. Ich will ihn ja auch ordentlich durchspülen, ne? Von daher machen wir mal circa einen ganzen Liter rein hier. Pi mal Daumen. Oh Mann, ich sage dir, du. So, jetzt muss ich überlegen, wie viel mache ich hiervon rein? Wenn nicht, muss ich gleich nochmal füllen, wenn es nicht passt, ne? Ist so. Aber ich denke mal, das kriegen wir wohl so hin. Zumindest ungefähr. Wir haben es ja schon mal gemacht bei einer Pflanze. Und zwar haben wir dreimal das Ganze genommen für einen halben Liter und sind am Ende auf plus 0,3 ml Kompo auf 600 Mikrosiemens gekommen. Ich will diesmal höher kommen. Pass mal auf. Wo habe ich denn jetzt den? Jo, wo ist der denn jetzt hin? Hier unten liegt er ja. Lol. So, wir nehmen jetzt. Oh, ich bin aufgeregt. I'm so sorry. Von diesem Messbecherchen, das ist hier von JBL oder so, diese Tests, die man machen kann, da sind die Dinger mal bei. Bei manchen zumindest. Hier ist einmal eine große Variante, einmal eine kleine Variante. Wir nehmen jetzt einfach mal. Sollen wir mal die große Variante aus? Ne, das wird zu viel. Ne, komm. Wir nehmen die kleine Variante. So, pass mal auf. 1, 2, 3, 4. So, 5. Und 6. So, das wäre jetzt die Menge, die ich damals zugegeben habe bei der 600er Variante. Das heißt, wir müssen jetzt ungefähr 300 Mikrosiemens hier drin haben. Ja, pass mal auf. Das heißt, nee, wir geben noch ein bisschen mehr dazu. Ich hätte vielleicht doch den großen gleich nehmen sollen. Ja, so ist das, ne? Mal auf. Wir machen jetzt Pi mal Daumen. 7, 8, 9. Und 10. So, dann werde ich das gleich nochmal machen mit der dicken Seite hier, um mal zu gucken, ob wir da auf die gleiche Menge kommen in dem Sinne. Wäre vielleicht mal interessant herauszufinden, für mich jetzt speziell. So, okay, das haben wir. Das heißt, das lassen wir uns jetzt erstmal stehen und auflösen in dem Sinne. Jetzt habe ich mein Rührgerät nicht hier. Na, super. Okay, komm. Dann nehmen wir einfach unser Stöckchen. Ja, wir nehmen das so jetzt live mit hier, weil es ist so, wie es ist. Ne? Irgendwann, wenn wir können, machen wir Livestreams und da gehört, ist das ja auch so. Das gehört dann dazu. Das kannst du ja nicht rausschneiden oder sonst irgendwie. Ne? Oder sagen, ja, please just wait a moment, ich mache mal einen Cut. Geht dann nicht. Ne? So, okay. Mal gucken, was wir jetzt an Mikrosiemens drin haben. Dass wir das heute komplett mitnehmen, was dann Tatsache gegeben ist. Ne? Ja gut, das ist schon mal gut, da wollte ich hin. Könnte noch ein bisschen mehr sein. Wir sind ja bei 440 Mikrosiemens. Das ist soweit schon mal okay. pH-Wert werde ich gleich nochmal ermitteln. Wie gesagt, damit das nicht zu lange dauert, mache ich jetzt doch einen Cut. Ne? Also ganz live ist er noch nicht. Und dann geht es gleich weiter mit dem Aufdüngen noch zusätzlich dann. Ich habe es jetzt doch nochmal erhöht. Wie viel sehen wir gleich? So, wir haben jetzt pH-Wert, ja, von knapp 7. Das ist das so, wie es sein sollte. Und Mikrosiemenswert haben wir jetzt über 500. Ja, knapp 500. Knapp 550. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Ich winke das mal so ein bisschen hin und her. So, okay. Das dazu. Und jetzt kommt der Dünger rein. Ja, lass mal auf. Wie viel nehmen wir jetzt? Eigentlich haben wir ja eine Spannweite. Ne? Sollte auf jeden Fall über 1000 sein. Das heißt im Klartext, muss ich gerade mal überlegen. Wenn wir jetzt 500 haben, pass mal auf. Ich gebe erstmal
0,8 Milliliter rein. Erstmal 0,8. Der pH-Wert wird sich jetzt verändern, der sinkt. Aber das ist das Coolste nämlich bei diesem Mineral Shrimp. Der pH-Wert erhöht sich wieder von alleine dann, also stabilisiert sich. Das ist nämlich das Coolste bei diesem Mineral. Das ist richtig genial, weil das die Carbonathärte dementsprechend auch anpasst oder erhöht. Ne? Inwieweit ganz genau, da müssen wir später mal gucken. So, wir sind jetzt bei knapp 900. Wir dürfen ruhig noch ein bisschen mehr, würde ich sagen. Was hatten wir jetzt? 0,8. Ich gebe nochmal 0,4 dazu. Dann haben wir 1,2 Milliliter. Da muss man so ein bisschen rumtüfteln, ne? Wieso? Das ist hier die Hexenküche. Die Hexenküche oder Gesundheitsküche könnte man eigentlich auch sagen, ne? Gesundheitsküche. So, nur bei 1000, knapp 1050. Hör mal auf, wir haben hier 2600 drin. Okay, ich lasse erstmal so, falls ich es noch erhöhen sollte. Ich mache mir gerade noch mal kurz Gedanken dazu. Dann werden wir das gleich noch machen. Oder eigentlich könnten wir das erstmal so lassen. Pass mal auf. Ich würde sagen, wir belassen das jetzt erstmal so oder doch nicht. Sag es dir doch. Ey, ich muss mal kurz überlegen. Also eigentlich dürften wir schon noch ein bisschen mehr dazugeben. Ne? Wie würdest du dich denn jetzt entscheiden? Wir haben 2,6 drin. Ja? Meinst du nicht auch, wir sollen ruhig auf 1500 bis 2000 gehen? Was denkst du dazu? Ich glaube ja. Ne? Ja, das machen wir auch. Aber das mache ich jetzt alleine und zeige es dann gleich. Okay. Es geht weiter. So, pass mal auf. Was haben wir jetzt hier für einen pH-Wert drin? Das ist schon ganz wichtig, das mitzunehmen. Weil, wie gesagt, das ist jetzt, ne, sollten wir wirklich dokumentieren. Wir haben jetzt pH-Wert von 6,3. Dass wir das schon mal sehen können. Ich hoffe es. Ich denke mal schon, ne? Und Mikrosiemens-Wert, der ist jetzt bei 1300 und ein paar zerquetschte. 1300 und ein paar zerquetschte. Ich habe jetzt insgesamt 2 Milliliter von dem Compo Complete beigegeben. Ne? Also 2 Milliliter auf einem Liter. Dass wir das dann festhalten, muss ich dann alles auch aufschreiben. Aber das mache ich heute nicht mehr. Das mache ich dann morgen, wenn ich mit Film angucke. So, dann haben wir jetzt das Hexenwerk hier fertig. Und können mal gucken, wie wir dann jetzt weiter vorgehen. Ich meine, das ist klar. Ne? Wir spülen sie jetzt durch, komplett mit der Lösung. Und dann haben wir sie versorgt. Und dann müssen wir jetzt aber auch überlegen, in Zukunft, wie gießen wir sie? Ne? Da mache ich mir dann auch Gedanken zu. So, die mache ich jetzt erstmal sauber und dann geht es gleich weiter. Ach so, wir könnten eigentlich mal kurz die Monstera Adansonii, ja genau, die holen wir uns mal eben dran, weil da haben wir das ja schon gemacht. Es geht weiter. Oh, 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 ich sage dir, guck sie dir an. Guck sie dir an, die Monstera Adansonii. Wahnsinn. Das ist so genial. Wurzeln sehen gut aus, die hier drin sind. Also kein Schaden genommen oder dergleichen. Alles easy, alles cool, alles beautiful. Werden wir gleich nachmessen. Das ist so genial. Das war eben der erste Test, den wir gemacht hatten mit. Ne? Ich weiß gerade nicht, bei welcher Pflanze wir das noch gemacht haben. Vielleicht fällt es mir nachher noch ein. So. Nee, so kriege ich das nicht hin, hör auf. So, dann spüren wir das einmal kräftig durch jetzt. Hier habe ich das eben reingefüllt. Ne? Ich denke, ich nehme jetzt irgendwas anderes hier. Oh, ich bin mal so gespannt, wie die Pflanze darauf reagiert. Kann sein, dass sie jetzt ein bisschen laut wird, aber das gehört jetzt einfach dazu. So, fluten wir das Ganze richtig hier. Kleines bisschen lassen wir über für den Untersetzer gleich. Jetzt haben wir hier fast ein Liter, ne? Ganz kleine Pfütze haben wir noch. Fast ein Liter durchgegossen. So, pass mal auf. Das muss erst noch abtropfen hier. Dann nehmen wir jetzt die Monstera Adansonii. Wir nehmen mal unser Bändchen, was wir oben hängen haben. Unser pH-Messgerät. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Ach komm, dann können wir dich auch hier draufstellen. Hätte ich sauber gemacht. Ne? Dann stellen wir dich mal hier drauf. Und dann hängen wir das Gerät da mal rein. Da musst du übrigens die Kappe hier oben festhalten, sonst ziehst du die nämlich ab. So, kann passieren zumindest. Ne? Muss nicht, aber kann passieren. So, deswegen, also ganz wasserdicht sind die Dinger nicht hier. Ne? Da darfst du nicht ins Wasser tauchen. Okay, ich lasse ihn jetzt einen Moment hängen. Mal gucken, auf was er sich dann einpendelt gleich. So, bin ich mal gespannt. Moment, liegt er bei 6,3. So, ich lasse einen Moment hängen hier. Und dann, oh, das ist aufregend alles. Ich sage dir, du, wenn du was Neues angehst, ne? Ist so. Das ist immer aufregend. So, was haben wir hier drin? 667 Mikrosiemens. 667. Wir hatten 600 reingegeben. Also hat sich der ein bisschen erhöht. Aber das kann auch nachträglich noch in dem Sinne passieren, weil für sich vielleicht noch ein paar Mineralstoffe dementsprechend gelöst haben. Ne?
Scheint stehen zu bleiben, 6,3. Okay, ich lasse einen Moment hängen. Und dann, das sieht schon krass aus jetzt, ne? Also, ja, ist so. Ist so, wie es ist. So, der ist jetzt soweit fertig. Also ich muss hier noch einen Moment hängen lassen, für den Fall, dass er sich noch einpendeln sollte. Manchmal ist das nämlich so, dann dauert das alles ein bisschen länger. Aber so wie es aussieht, nicht. Nee, so wie es aussieht, nicht. Das heißt, er bleibt bei 6,3 stehen. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal okay soweit. Okay, jetzt gießen wir ihn. Halt! Ich habe was vergessen. Wir haben etwas vergessen. Ach, da steht's doch. Unser Urgesteinsmehl. Das kommt auf jeden Fall jetzt mit dabei. Jetzt haben wir gesehen, dass der pH-Wert hier bei 6,3 war das, ne? Lag. Wir wollen ja versuchen, dass wir ihn bei 7 halten. Ne? Nicht möglichst weit, nicht drüber, wenn es geht, aber so bei 7. Ne? Ist jetzt abgesackt auf 6,3. Also das irritiert mich gerade ein bisschen. Denn wie gesagt, ich will ja versuchen, den Wert stabil zu halten. So, dann packen wir die Urgesteinsmehl oben drauf schon mal. Da werden wir dazu gleich auch noch übergehen. Aber ich muss mir erst noch Gedanken kurz machen. Denn, jetzt habe ich hier nichts mehr drin. Kleine Pfütze noch. Aber gut, viel reingießen kann ich sowieso nicht. Also beim nächsten Mal gießen dann dementsprechend. Kommt das Urge, ach, geht doch wunderbar, siehst du auch. Meister geht schon, jawohl. So, dann ist das gleich schon mal mit drin. Kontakt in dem Sinn. Calciumcarbonat. Ob wir das noch verwenden oder nicht, weiß ich nicht. Wir haben es, wir werden es verwenden irgendwann mal. Aber nicht zu früh. So, wir haben jetzt einen pH-Wert von 6,3, das müssen wir weiter beobachten. Sollte der jetzt noch weiter runtergehen, können wir jetzt nicht noch mehr Mineralstoffe zuführen, weil dann kommt der Mikrosiemenswert immer höher. Wobei die mit Sicherheit auch 1000 verkraften. Wäre jetzt nicht unbedingt das Problem, aber ich denke mal, ja nee, Quark mit Soße aus der Dose, weiß Bescheid, ne? Kommt erstmal Urgesteinsmehl oben drauf hier, ein bisschen, und dann gucken wir nochmal nach die Tage, wie das dann aussieht, ne? Weil wenn denn, dann machen wir auch alles so, wie es eigentlich dann schon mal sein sollte. So, okay, jetzt muss ich da ein bisschen durchgießen, nehme ich mal die 500er Variante. Jetzt habe ich hier allerdings den Mineralstoff nicht drin. Ja, ist ein bisschen viel auf einmal jetzt gerade. Mache ich das jetzt noch mit Mineralstoff oder ohne? Nee, wenn denn, ne? Okay. Also muss ich noch mal was ansetzen. Wenn denn, wollen wir es auch richtig machen. So, und dann, oh Mann. Ich glaube, mit der Monstera Constellation aus dem Dschungel, ich weiß nicht, ob wir das heute noch schaffen, weil das ist gerade doch wieder ein bisschen viel. Aber wenn, wollen wir es ja auch richtig alles machen, ne? Und nicht irgendwie. Von daher, oh, ich meine, guck dir die Pflanze mal an. Das sieht schon hammermäßig aus, ne? Gut, wie gesagt, jetzt haben wir ein bisschen Urgesteins mit drauf. Ich gieße gleich ein bisschen was hinterher bei 500. Pi mal Daumen. Und dann, das setze ich halt jetzt auch wieder mit dem GH+ und KH+ an, von diesem Mineral Shrimp. Und das Ganze dann aufgedüngt, ne? Okay, halbe-halbe würde ich sagen. Ich habe jetzt wieder reines Wasser und das Ganze habe ich jetzt mit dem Mineral GHK+ aufgewertet bei ca. 300 Mikrosiemens dieses Mal. Jetzt werde ich hier mal von dem Düngerwasser reingeben, von dem Compo Complete. 1, 2, 3, 0,3 Milliliter. Gucken, ob wir noch ein bisschen mehr dazugeben müssen, aber es müsste ungefähr passen. So Pi mal Daumen, ne? Ah, der, das, die, guck dir das mal an. Ihr weißt noch, wie die vor kurzem ausgesehen hat? Boah, das ist der Hammer. Das ist echt der Hammer. Also dafür punche ich echt gerne hier rum, das kann ich dir sagen. Wir sind jetzt bei 470 Mikrosiemens. Komm, dann geben wir noch ein kleines bisschen mehr dabei. Nochmal ungefähr 0,1 Milliliter. 0,1, wohlgemerkt, ne? So. Die Menge macht's, das ist so. Die Menge macht's dann tatsächlich. 550 haben wir jetzt, so, das ist okay. Wie gesagt, das sind auch Starkzehrer. Also jetzt, wenn sie jetzt eingepflanzt sind im Topf, so wie hier beispielsweise, da würde ich auch die 1000er-Variante dann dementsprechend machen. Aber ich meine, guck sie dir an. Guck sie dir an, das ist der Hammer. So, jetzt gieße ich ein bisschen rein, damit wir die, ich stelle mal ein bisschen höher, so was sehen können, damit wir das Urgestein zum hier so ein bisschen reinbekommen. Ne? Ich glaube, das hatten wir hier auch noch gar nicht gemacht. So. Ja, das ist okay, das reicht schon. Das reicht schon vollkommen aus. Das waren jetzt knapp 100 Milliliter, die wir dazu gegossen haben. Und jetzt nachmessen bringt noch nichts. Das machen wir dann die Tage. Aber das beobachten wir auf jeden Fall weiter, weil das ist schon der Hammer, ne? Ich habe nämlich noch... Oh, ich könnte stundenlang jetzt filmen. Wir haben nämlich noch eine Monstera.
Adansonii. Komm, ich zeig's, dass wir das im Vergleich haben, dass man das vielleicht mal sehen kann. Pass mal auf. Dann werden wir das nämlich da heute auch machen. Da ist sie, die Monstera Adansonii. Ich zeig's gleich mal im Vergleich mit der anderen. Schöne Blätter ausgebildet, aber auch hier hat sich jetzt gezeigt, dass sie einen Mangel hat tatsächlich. Und wie gesagt vorhin, hier werden wir die gleiche Verfahrensweise machen. Das heißt auch mit dem Mineral GHKH Plus das Ganze ansetzen und das Ganze dann aufdüngen auf 1000 Mikrosiemens und dann die Geschichte einmal durchspülen. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Das heißt, das mache ich allein jetzt, sonst wird das zu viel. Habt ihr gesehen vorhin, wie das funktioniert? Das muss ich jetzt dann bei jeder Pflanze zeigen, aber dann schon mal so mitgenommen, wie das dann tatsächlich jetzt gegeben ist. Mal, sie ist wunderschön gewachsen, muss ich sagen. Also Ende des Monats müsste 3 Monate dann hier drin stehen ungefähr. Ich zeige es jetzt nochmal zum Vergleich, dass wir das nochmal sehen können, weil hier war das nämlich ähnlich gewesen. Ne? Und dann sehen wir auch mal diesen Größenvergleich der Blätter. Ne? Das sind beides dieselben Pflanzen in dem Sinne. Nur das sind Steckis hier und das hier war ein Kopfsteckling. Ne? Den haben wir damals aus dem Badezimmer, wer sich noch erinnert. Da haben wir übrigens schon wieder bald einen, der fertig ist, den wir da rausnehmen können. Es ist schon schön, ne? Wie unterschiedlich die Blätter sein können. Ne? Das ist eine richtig klasse Sache. Ja, okay. Also ich verspreche mir da sehr viel von dem GH und KH Plus. Wie gesagt, wir könnten auch das Calciumcarbonat demnächst mal versuchen, aber eins nach dem anderen. Ich komme auch mit dem Aufschreiben schon gar nicht mehr hinterher, muss ich ehrlich sagen. Das ist so gegeben und von daher muss ich aufpassen, dass ich mich hier nicht vertüddel. Das heißt, Sie müssen mir eigentlich mal Zeit nehmen und so ein bisschen wieder was aufschreiben. Ist so. Ne? Vor allen Dingen bei der ganzen Variation, die wir jetzt mittlerweile machen hier. Ist das so, ne? Du musst dir das mitnehmen, was du da möchtest, ne? Also, so ist das dann. So, dass wir mal diesen Größenvergleich sehen der Blätter. Das ist schon krass, ne? Okay. Zur Entspannung machen wir einen kleinen Rundgang heute nochmal hier. Die Papaya habe ich jetzt mal hier hingestellt, damit ich es immer im Blick habe, wenn ich gerade mal reinkomme. Machen werden wir jetzt nichts mehr hier, aber ich wollte einfach nochmal kurz so einen kleinen Rundgang machen mit euch. Die Sebrina hier mit ihrem neuen Blättchen. Das wird auch ein Monsterblatt werden. Aber ich muss mal auf die andere Seite gehen, da kann man das nämlich besser sehen. Hier auch bei der kleinen Sibrina mit dem neuen Blättchen. Wie gesagt, bei der Thai Constellation gucken wir ein andermal nach. Das ist alt ja auch nicht. Muss ja nicht von heute auf morgen sein. Hier unsere Alocasia Stingray mit ihrem neuen Blatt. Das ist auch eine Monsterpflanze geworden. Schon Hammer. So, einmal kurz den Kakao gezeigt, dass wir auch ein kleines Update mitnehmen können von den Blättern. Die werden echt riesengroß dieses Mal. Das ist schon krass, ne? Was mit dem Urgesteinsmehl so läuft. Und jetzt bin ich echt mal gespannt, wie das dann mit dem GHKH nochmal funktioniert. Inwieweit, ne? Das vielleicht noch eine Nummer besser laufen kann. Kann das überhaupt noch besser laufen? Ich weiß es nicht. Aber wir versuchen ja alles, was so möglich ist, ne? Einmal kurz mitgenommen, wie das jetzt hier aussieht. Die Werte, der Schlangenkaktus wächst nach wie vor wunderbar, muss ich sagen. Also kräftig auch im Austrieb. Ja, Ich muss mir mal Gedanken dazu machen jetzt, oder könnt ihr auch, inwieweit wir vielleicht das pauschalisieren mit dem GH und KH, dass wir vielleicht auch kontinuierlich was zugeben, in geringen Mengen dann, ne, um mal zu gucken, ob es dann einfacher wird, dann auch für die Pflege der Pflanzen insgesamt. Darauf kommt es ja auch an, das ist ein ganz klarer Fall. Ne? So, guck mal, die Mango bekommt einen Neuaustrieb. Guck mal, ich mache mir eben das Gebläse aus hier. Sonst ist das doch ein bisschen zu laut. So. Ach, guck mal. Das neue Blatt von der Friedeck. Von der Alocasia. Wunderschön. Die macht sich also wirklich sehr prächtig. Gießen brauche ich heute nicht. Vielleicht hier und da mal ein bisschen was. Gucken, wie der Austrieb jetzt aussieht hier von unserem Kaffee. Ja, das reguliert sich selbstständig. Also ich habe da jetzt gar nichts dran gemacht. Ne? Das ist soweit ganz okay. Können wir so belassen. So, die Banane. Oh je. Ja, da ist das neue Blatt. Das ja, hat schon Schwierigkeiten da oben. Das hängt ja mittlerweile unter der Decke. Das war das vorherige, was da oben hängt. Ne? Jo, Platz ist nicht wirklich mehr viel. Ich hoffe mal, dass sie jetzt mal eine Blüte schiebt. Dann ist nämlich Ende Gelände. Das wäre ja ganz schön. Aber irgendwie, meine Güte, dass das mit der Banane auch so cool funktioniert. Ne? So, die Avocado ist jetzt dabei, ihre Blätter auszureifen. Das sieht okay aus. Richtig cool. So, alles beautiful. Oh, das ist so schön. Guck mal, die Begonie, die Korallenbegonie. Wie wunderbar die sich macht. Ne? Ich werde es aber mal drehen, dass sie sich nicht so in eine Richtung wächst, sonst kippt sie mir hinterher wieder um, wenn sie länger wird. Wobei das ja nicht schlimm ist. Ne? Also nicht umkippen, abbrechen. Ne? Die bricht sich ja selbstständig ab in dem Sinne. So, drehe ich die einfach mal, dass die mal in die andere Richtung wächst hier. Die ist mega hübsch geworden. Mega hübsch. Aber ich habe das Gefühl, wobei kann man jetzt noch nicht sagen, weil es sind ja noch junge Blätter, das sieht schon bald nach Nährstoffmangel hier aus.
ich meine, das hätte ich so jetzt noch nicht gesehen. Okay, ich werde noch ein bisschen abwarten. Nicht zu voreilig, ne? Läuft ja nichts weg. So, die Litschi macht sich wunderbar hier. Richtig krass cool. So, Vanille, die müssen wir uns eigentlich noch mal ranholen, die Tage. Mal genauer nachsehen, wie das aussieht. Ansonsten, ja, das Ding, das sieht auch gut aus, ne? Ich sage dir, du, unsere Amaryllis. Ja gut, im Sommer lassen wir sie dann trocknen, damit die Kraft in die Zwiebel wieder reingesogen, gezogen. Ach, da kommt schon wieder neues Blatt. Ich glaub's ja nicht. Also die hat's aber auch eilig jetzt, du. Ob die wohl auch schon denken, es wird Frühling? Ja? Das ist schon der Hammer. Liegt ein bisschen Staub drauf. Kann mal sein, ist nicht so schlimm. Das macht gar nichts. So, ach, das ist schon krass, ne? Mit der Alocasia Sibrina hier. Mal ich mal gucken, ob ich es nochmal von oben drauf kriege. Sonst muss ich aber die Kamera gerade mal anders halten. So, ja, guck mal. Das ist der Hammer, wa? Also es ist mit einer der schönsten. Was erzählst du denn schön? Du weißt Bescheid. Schön ist alles hier drin, du. Das ist schon... Ah, ja, das ist schon richtig Dschungel hier. Ich doch daran erinnere, dass wir hier angefangen sind, als das Sofa hier noch drin stand. Ne? Da standen hier ein paar Pöttchen rum. Da hätte man nie im Leben gedacht, dass das mal wirklich Dschungel wird. Und was wir hier alles schon für Experimente gemacht haben mit den Pflanzen, in der Anzucht vor allen Dingen. Ne? Ich meine, diese Monster-Monstera hier, das war ja damals nur ganz kleine, ne? Klitzeklein, die hat ja nicht mal Schlitze gehabt an den Blättern. Und da hätte auch niemand gedacht, dass die mal so abballert. Ne? Also ist echt der Hammer. Da habe ich übrigens auch schon Monate nicht mehr nachgemessen. Das mache ich auch hier Pi mal Daumen in der Regel so. So, ja, interessant auch, dass bei manchen Pflanzen der pH-Wert doch jetzt höher geworden ist, ne? Das ist auch interessant. Ja gut, wir mischen ja immer mit Leitungswasser, aber dass der pH-Wert doch dann jetzt kontinuierlich so hoch ist, es kann aber auch sein. Das ist aber jetzt wieder eine Vermutung. Ich sage es trotzdem, weil wenn ich die Vermutung habe, muss ich sie auch loswerden. Entweder haben wir anderes Leitungswasser wieder bekommen mal wieder. Ne? Kann ja sein, dass das irgendwie mal wechselt zwischendurch. Und oder aber der Dünger anders geworden ist. Ne? Ich habe nämlich vor geraumer Zeit einen neuen bestellt. Und der geht jetzt langsam dem Neige zu. Ich glaube, 3/4 des Düngers habe ich jetzt schon verwendet. Und der sah augenscheinlich anders aus. Muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob da irgendwas verändert wurde. Ich meine, die Beschreibung ist gleich geblieben. Ne? Aber ich habe das Gefühl, irgendein Faktor hat sich verändert. Definitiv. Ich meine aber nicht zum Nachteil, ne, wie wir sehen. Also das ist schon mal, Nachteil gibt es nicht. Ne? Aber das ist schon interessant. Weil das habe ich jetzt schon des Öfteren beobachtet. Also dass der pH-Wert nicht mehr so bei 6, 6,5 liegt oder so. Oder in den Keller geht bei 4 oder 3,5 oder hast du nicht gesehen. Sondern jetzt tatsächlich so bei neutral liegt und teilweise sogar ein bisschen drüber. Gut, das kann natürlich dann geschuldet sein, weil wir halt das Leitungswasser dazu mischen oder zu viel vielleicht in dem Sinne dann. Müsste ich das vielleicht mal wieder verändern? Ich weiß es nicht. Es ist so, wie es ist, ne? Ich wollte es einfach nur mal gesagt haben. Soll ich euch, ich weiß nicht, ich muss mal gucken, ob ich in der alten Dose noch einen Rest drin habe. Manchmal ist das ja so, ne? Dann nimmst du was Neues, fängst einfach an, hast in der alten Dose noch einen Rest drin liegen. Ich gucke da mal nach. Wenn euch das interessiert, dann gucken wir uns die mal augenscheinlich im Vergleich an, weil das könnte doch auch vielleicht interessant werden. Ne? Aber die Alocasia Black Velvet hier, die macht sich so toll, muss ich sagen. Also es hat sich echt gelohnt, damals hier die Babys mit reinzusetzen. Ne? Das ist so ein wunderschönes Bild. Also man sollte nicht zu geizig sein mit Pflanzen. Ne? Lieber ein paar mehr rein, ist es tatsächlich wesentlich besser. So, das dann ganz kurz heute hierzu gesagt, gezeigt. Mehr gibt es jetzt eigentlich nicht so. Da habe ich jetzt mal die andere hingestellt hier. Muss mal ein anderes Bild haben. Ja, okay. Ich würde sagen, dann kommen wir gleich zum Schluss, wenn mir jetzt nichts mehr einfällt. Oh, das sieht schon schön aus, ne? Auch das mit den Töpfen, oh, sorry, das mit den Töpfen, dass die hier so an der Wand kleben, ne? Das mag kein Mensch glauben. Ich sage es dir, es ist aber so. Oh Mann, was haben wir hier schon Erfahrung gesammelt? In dem einen Zimmer hier. Ich würde ja so gerne noch viel mehr machen. Mal kurz gezeigt, ne? Wie das hier hängt. Das mag einen auch keiner glauben, dass das funktioniert, ne? Ist so. Ich gieße die Pötte hier allerdings nicht voll. Ne? Die kriegen normal gegossen, sage ich es mal. Ne? Wie man das so handelsüblich in dem Sinne macht. Ne? Genauso wie in der Erde hier. Ne? Da kommt ab und zu Schluck rein. Die ist aber meistens trocken tatsächlich auch. Aber die verträgt das. Das ist das Coolste bei der ganzen Sache hier. Gut, es sind ein paar braune Blättchen sind da drin. Ich muss mal raus, meine schick aussehen. Ne? Aber ansonsten, also das... Wenn die schlapp macht, richtig, da weiß ich, okay, jetzt wird es aber höchste Eisenbahn. Aber das macht ja nichts aus. Also die hat da keinen Stress mit oder so. Oder dass die dann anschließend kümmert, wenn sie mal ein bisschen schlapper ist. Das ist echt so eine tolle Pflanze. Ja, die Alocasien, ne? Also das sind so wunderschöne. Ne? Vielfältig ist das echt enorm bei den Alocasien. Wie viele Sorten es da gibt, das ist schon krass cool. So, ich würde sagen, das reicht dann hier.
Und dann machen wir gleich kurz noch. Da kommt ein neues Blatt, sehe ich gerade. Bei unserer Silber. Jo, guck mal, kriegt wieder ein schönes Blatt. Und die ist so schön. Philodendron Silversword. Es gibt auch tolle Namen. Earl Marx, Philodendron. Ach, jetzt habe ich es doch wieder vergessen. Machen wir es morgen, weil ich habe noch was zu zeigen, was ich eigentlich unbedingt zeigen wollte. Aber jetzt ist Schluss. Schluss mit lustig in dem Sinne nicht, sondern es ist richtig spaßig hier. Ich schmeiß ihn doch noch mit hier rein, weil das so cool ist. Schau mal. Auf der linken Seite siehst du den Basilikum. Und ja, er macht Wurzeln. Also, auch das klappt tatsächlich. Ja, krass cool, muss ich sagen, dass das dann auch so schnell jetzt ging. Ja, das wollte ich unbedingt noch zeigen. Dann machen wir das jetzt einfach nochmal ganz kurz hier. Okay. Ja, mal kurz gefragt, wie findet ihr diesen Content, den ich hier biete? Ist das okay oder würdet ihr sagen, ach, das ist übertrieben? Oder würdet ihr sagen, kann man das nicht einfacher machen? Oder, ne? Was hältst du von diesem Content? Ich meine, ich werde ihn so machen wie bisher, ganz klarer Fall. Ne? Aber würde mich schon mal interessieren, wer das richtig cool findet. Meine ein oder andere schreibt es ja manchmal auch. Ne? Hier müsste ich mal jetzt einen Rangstab dran machen, weiß Alex Bescheid. Lol. Aber die wird ja noch größer. Das bringt es nicht, hier einen Rangstab dran zu machen. Ich muss einen Platz finden, wo sie dran hochwachsen kann. Das wäre viel besser. Ähnlich wie das mit der Raphidophorum Tetrasperma gemacht haben. Ich habe da nämlich noch eine stehen, deswegen bin ich auf den Namen wieder gekommen. Ich brauche es nur angucken, dann weiß ich den Namen. Ne? Raphidophora Tetrasperma. Kriege ich die jetzt irgendwie gehalten hier? Nee, ne? Nicht wirklich. Nee. Okay, komm, dann lassen wir dich wieder runterhängen hier. Weil das wäre schon ganz wichtig, dass sie nach oben kommt, damit die Blätter auch schön groß weiter wachsen. Ne? Denn das ist so schön geworden hier. Das möchte ich dann auch gerne so behalten. So, meine Lieben, also das ist schon. Ne? Guck es dir nochmal an. Das ist der Hammer. Der Hammer schlechthin. So kurze Zeit hat die sich verändert. Die hat ja auch ganz helle Ränder gehabt hier oben. Ne? Das ist schon sehr interessant mitzunehmen. Nee, ich zeig's nicht noch. Ich weiß Bescheid. So, okay, weiß Bescheid. Winke, winke. Bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. Ja, ich bin so aufgeregt und weil eigentlich müsste ich noch viel weitermachen. Ich habe noch so vieles, was ich euch jetzt zeigen würde, machen könnte und hast nie gesehen. Ne? Aber das ist leider noch nicht live. Ne? Es kann durchaus sein, wenn wir später mal das Ganze machen live, dann, dass wir einen halben Tag hier zusammen rumhängen. Ne? Durchaus denkbar und möglich. Allerdings brauche ich da eine zweite Person dazu, weil alleine kriege ich das nicht gebacken. Ich kann mich ja nicht um die Pflanzen kümmern und alles machen und dann noch da am PC und Computer und Laptop und hast du nicht gesehen. Das kriege ich dann die nicht gebacken. Ne? Das datiert nicht. Da kann ein Mann alleine das nicht machen. Das heißt, ich setze mich irgendwo am Schreibtisch und. Aber das ist dann ja auch nicht. Ne? Da kriegen wir nichts mit. Und ich kann ja auch nicht jedes Mal aus dem Bild rennen und sagen, so, ich komme gleich wieder. Ne? Lol. Ja, warum nicht? Ne? Könnte man auch machen. Nee, aber im Ernst jetzt. Also, wie findet ihr diesen Content hier? Und vor allen Dingen, sollen wir uns noch weiterentwickeln? Oder einfach nur neue Pflanzen dazu nehmen? Ich glaube, wir entwickeln uns weiter. Ne? Besser ist das, weil das ist schon, ja, es ist ja schon eigentlich mehr als wie nur lernen. Ne? Lernen beim Machen wohlgemerkt, ganz wichtig. Ne? Nicht lernen aus dem Buch abgelesen, sondern lernen beim Machen. Und auch wenn dabei Fehler entstehen oder was man nicht funktioniert, das ist nicht schlimm. Weil dadurch kannst du ableiten. Das ist ganz wichtig. Allerdings musst du auch schon wissen, welche Faktoren wichtig sind für Pflanzen. Ne? Das ist natürlich das A und O, ganz klarer Fall. Denn, ja, wie sagt man so schön, Wissen ist Macht. Ne? Und Wissen erlangt man durch Machen. Na gut, man kann sich Wissen auch erlesen. Aber ich bin ganz ehrlich, was hast du davon? Gar nichts. Weil du kannst ja nur erzählen, was du mal gelesen hast. Das ist in dem Sinne kein wirkliches Wissen. Ne? Ja, wenn du erstmal so ein paar Sachen gerettet hast oder zugange bekommen hast, ne, dann hast du Erfahrung, dann hast du Wissen und dann kannst du erzählen mit gutem Gewissen, dass du es halt selber erfahren hast in dem Sinne. Ne? So, okay, Laber-Palaber. Weißt Bescheid, morgen geht's munter, fröhlich weiter, wenn das mit dem Hochladen klappt, denn wir haben Sturm. Nicht nur wir, ihr auch, ganz klarer Fall. Also hier, bei uns zumindest in der Region, ne? Also in Deutschland, wie es woanders aussieht, weiß ich nicht. Ach komm, jetzt aber Feierabend, ja. Bla bla bla.